Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine lästige Anwendung loswerdet, die seit neuestem mit dem Skype-Update installiert wird. Man wird noch bei der Installation gefragt, ob man das nutzen möchte oder nicht. Es ist eigentlich völlig egal, was man drückt. Zack, hat man es auf dem Rechner. Es geht um diese EasyBits Go Spiele-Erweiterung für Skype. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, durch eine fehlerhafte Update-Routine würde das jetzt plötzlich installiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auf jeden Fall ist das Ganze nicht so einfach, wieder zu entfernen, weil es tief im System, also im Skype-System verwurzelt ist. Und ihr könnt mal nachschauen, ob das bei euch installiert ist. Das ist dann unter eurer Startpartition, unter Programme. EasyBit Go, EasyBitGo.exe ist die Startdatei, da könnt ihr mal nachgucken. Wie ihr das Ganze wieder loswerdet, kann man auf einem sehr umständlichen Weg machen. Da kursieren im Internet diverse Anleitungen. Oder seit neuestem verwendet man einfach den Uninstaller des Herstellers. Die haben wohl gemerkt, dass das doch ein bisschen scheiße ist, einfach irgendwas zu installieren. Also ich habe mich ganz schön drüber geärgert, muss ich sagen. Mir ist fast der Arsch geplatzt. Sucht einfach mal bei Google unter EasyBits Games Uninstaller. Ich lade es jetzt mal von chip.de. Hier speichern. Führen das Ganze aus. Ausführen. Ja, ich möchte es vom Computer wieder loswerden. Und es ist deinstalliert. Das war's schon. Wenn ihr selbst mal irgendwelchen Ärger mit irgendwelcher Software habt, wo irgendwas installiert wird, das euch nicht gefällt oder so, schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren. Vielleicht kann ich da ja auch ein Video drüber machen. Bis die Tage. Tschüss.